Hallihallo, einen schönen Samstag, den 30.03.2013 wünsche ich euch, ihr Freunde des kurzen Long Drinks. Das ist StarCraft for Beginners Teil 66. Und jetzt pingt hier mein Stück und das Ganze geht mal wieder voll daneben. Nee, funktioniert aber wunderbar. So, also das ist StarCraft for Beginners Teil 66. Morgen ist Ostern und ich bin eure graue Eminenz. Mein Name ist Marc und ich weiß, dass Bild und Ton meiner Webcam derzeit nicht ganz synchron laufen oder zumindest in der Aufzeichnung nicht laufen sollten. Ich hatte die Wahl, jetzt weiter 2 frustrierende Stunden nach einer Lösung zu suchen oder einfach zu senden und mich schließlich für Letzteres entschieden. Es wird genügen müssen, lange müsst ihr das Gesicht auch nicht ertragen. Dieses Tutorial, ein Anfängerkurs für Zerg Teil 2, richtet sich an absolute Neueinsteiger in Sachen Echtzeitstrategiespiel und StarCraft 2. Im Speziellen, wenn ihr durch HOTS, also durch Heart of the Swarm, Lust darauf bekommen habt, die Zerg auch online in der Ladder für euch kämpfen zu lassen, soll euch dieses Tutorial dabei helfen, euch an Steuerung und Prinzipien des Spiels zu gewöhnen, um dies effektiv trainieren zu können. Damit ihr in der Ladder nicht umgehend abgeschlachtet werdet. Das ist die Idee. Dies ist Teil 2 des Anfängerkurses. Solltet ihr den ersten Videoguide nicht gesehen haben, dann fangt besser dort an und führt das dort besprochene Training durch, bis es gut sitzt. Diese Tutorials bauen aufeinander auf und ihr solltet nicht vorschnell zu Stufe 2 übergehen, wenn ihr die Mechaniken aus dem ersten Teil noch nicht beherrscht. Denn glaubt mir, ihr behindert euren Fortschritt dann mehr, als es euch nutzt. Wer also, wie gesagt, Teil 1 noch nicht gesehen hat und jetzt tatsächlich Neueinsteiger ist, sollte da lieber zurückgehen und sich das Ding angucken. Heute sind wir im Grunde schon ein Stück weiter. Heute wollen wir nämlich damit beginnen, ein neues Ressourcenvorkommen zu erschließen, indem wir eine zweite Brutstätte bauen. Nicht mehr innerhalb unserer Hauptbasis, so wie wir das beim letzten Mal gemacht haben, sondern außerhalb. Im zweiten Teil der Sendung werden wir dann endlich unsere zweite Ressource ins Spiel bringen, nämlich Gas, und damit kräftig Schaben bauen. Und sollte sich zeitlich alles so entwickeln, wie ich das geplant habe, dann werden wir schließlich noch ein Stück über Ressourcenmanagement reden. Das heißt also, wie wir im Grunde unsere Ressourcen ein bisschen im Auge behalten und wie wir die Möglichkeit haben, danach unser Spiel ein Stückchen auszurichten und unsere Ressourcen ein Stück weit unsere Bauentscheidungen beeinflussen zu lassen. Das ist dann schon ein Stück weit Advanced Play, wo man dann also nicht mehr nur noch einfach affenartig verschiedene Übungen runterspielt, sondern tatsächlich so ein bisschen Entscheidungsfindung, die ersten Entscheidungsfindungsprozesse mit einbaut. Und damit können wir im Grunde dann auch schon gleich in unser Spiel hineingehen. Dazu muss ich jetzt hier nur ein paar Sachen wegmachen und anschließend dann den Spielscreen einblenden, was jetzt funktionieren sollte. So, wir hatten uns das letzte Mal, bevor ich jetzt hier das Spiel im Grunde starte, oder nee, wir können eigentlich sogar hier jetzt schon beginnen. Wir hatten das letzte Mal gesagt, dass wir mit einigen wenigen Hotkeys bereits arbeiten. Ich schicke jetzt einfach mal unseren Overlord hier weg. Wir hatten gesagt, dass wir unsere Hatchery auf, und jetzt habe ich aber doch noch gerade gemerkt, dass ich nämlich eine Sache nicht umgestellt hatte. Ich hatte nämlich unser Hotkey-Setup. Wir hatten unser Hotkey-Setup dieses Mal ausgewählt als Standard. Wir hatten hier gesagt, für die Zwecke der Sendung wollen wir mit Standard spielen. Es gibt, wie gesagt, auch andere Hotkey-Setups, mit denen ihr spielen wollt. Die üblichen Hotkey-Setups sind Standard oder Raster. Ich hatte die Unterschiede letztes Mal bereits erklärt. Wenn ihr dazu also noch Fragen habt, schaut euch, wie gesagt, die erste Sendung an. Aber wir hatten uns hier entschieden, Raster zu benutzen, weil das eben die Einstellung ist, die auch standardmäßig aktiviert ist, wenn ihr StarCraft 2 neu gekauft habt und es installiert habt. Ja, dann beginnt das Spiel mit dieser Einstellung. Und wenn ihr eben ein anderes Hotkey-Setup habt, müsst ihr euch natürlich daran ein bisschen anpassen. Wie gesagt, die Hotkeys ändern sich dann ein wenig um. Ihr könnt aber auch, jetzt muss ich nur kurz gucken, das war glaube ich unter Gameplay, euch wie gesagt die Hotkeys hier unten anzeigen lassen, wie man das jetzt hier leicht sehen dürfte. Ja, kann man da bereits im Hintergrund die Anzeigen schimmern sehen. Und zwar Hotkeys im Befehlsfeld anzeigen. Hier unter Gameplay-Optionen Hotkeys im Befehlsfeld anzeigen. Das ist die Option, die ihr aktivieren müsst. Und dann könnt ihr hier unten auch immer gucken, was die entsprechenden Hotkeys sind. Ne? Wenn ihr ein anderes Hotkey-Setup benutzt, müsst ihr natürlich das, was wir hier immer durchführen und was wir besprechen, auf eure eigenen Hotkeys anpassen. Sollte aber kein Problem sein, sofern ihr in der Lage seid, eine Banane zu schälen. So, dann wollen wir dementsprechend jetzt also in unser Spiel gehen. Wir hatten gesagt, wir haben mit ein paar Hotkeys begonnen. Wir wollten unsere Brutstätten auf die 4 legen. Das machen wir mit Steuerung und 4. Und da können wir hier mal einen Rally Point hinsetzen.
Und wir wollten dann dementsprechend unsere Arbeiter auch mit Hotkeys produzieren. In dem Fall erschaffen wir Larven mit S, 4, S und dann D. Und weil wir jetzt schon eine Menge Ressourcen angesammelt haben, in der Zeit, in der wir hier gesprochen haben, produzieren wir die Dinger jetzt also dementsprechend erstmal so. Und dann werden hier die ersten Larven produziert. Wir hatten gesagt, bei 9, sobald wir hier oben, wie gesagt, in der Ecke eine 9 erreichen, bauen wir dann bei nächster Verfügbarkeit einen Overlord. Ne? 4SV, ne, das waren die entsprechenden Tasten. Und dann können wir, solange wir hier im Grunde nur Langeweile haben, einfach mal dafür sorgen, dass wir regelmäßig 4S drücken und gucken, ob wir nicht schon was Neues bauen können. 4SD, da war schon wieder eine neue Drohne. Ansonsten hatten wir so eine gewisse Abwicklungsreihenfolge, die im Grunde immer wieder ins Spiel kam, wo wir sagten, wir, sobald wir die ersten Queens haben, 4SD, 4S, 4SD, sobald wir also die ersten, sobald wir die ersten Queens haben, war unsere Reihenfolge im Grunde immer die, dass wir sagten, wir injizieren 4SD. Ja, jetzt geht natürlich hier im Grunde unser ganzes Spiel ein bisschen flöten, was die Ressourcen und so weiter angeht. 4SD, 4SD. Und sobald wir unsere ersten Queens haben, hatten wir gesagt, wollten wir immer nach der Reihenfolge spielen, dass wir erst injizieren, dann Overlords bauen, dann Arbeiter bauen und dann Units bauen. Und wir hatten gesagt, hier bauen wir im Grunde erstmal die Arbeiter, bis wir so ungefähr auf 18 sind. Das wollen wir heute ein bisschen erhöhen. Wir wollen heute tatsächlich mal die 24 Arbeiter vollkriegen. So, 4SD, 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 da passiert im Augenblick nichts mehr. Und weil wir jetzt eben hier schon genügend Überschuss an Ressourcen haben, ziehen wir jetzt einfach mal hier runter und bauen da unten jetzt eine Brutstätte. Das können wir hier noch mit dem Baubefehl machen, B, und dann hier die Brutstätte auswählen, die Hatchery, deswegen hat die eine H. Und jetzt haben wir die. Und dann haben wir gesagt, wollen wir beide Hatcheries auf eine Taste legen. Also 4 und dann Steuerung und Shift gedrückt halten und dann die auswählen. Oder nur, also Shift hätte auch gereicht. Und dann wieder Steuerung und 4. Und schon haben wir beide Hatcheries hier drauf. So, jetzt können wir hier ebenfalls mal die Rally Points hier hinlegen. Den Rally Point können wir mal da hinlegen. Und hier oben können wir jetzt mal anfangen, Brutschleimpool zu bauen. Bauen, Brutschleimpool und dahin. Wie gesagt, das ist jetzt alles suboptimal, weil wir natürlich im Augenblick jetzt eine Menge Zeit mit Schwafeln besprechen und mit Erklärungen. Und deswegen läuft das Spiel jetzt hier natürlich nicht ganz sauber ab. Wir haben jetzt hier oben unsere 16 Supply erreicht. Das heißt, wir brauchen mal wieder langsam Overlord. 4SV, sobald wir die Möglichkeit haben. 4SV. Und da ist unser Overlord. Und wenn man schon ein bisschen Zeit übrig hat, kann man den Overlord schon mal hier irgendwo in die Gegend schicken, damit er uns nachher nicht stört. In der Zwischenzeit baut er unten, wie gesagt, unsere Hatchery. Super Sache. 4SD, 4SD. In der Zwischenzeit produzieren wir einfach mal schön weiter Arbeiter. Wie gesagt, wir haben jetzt eine ganze Menge an überschüssigen Ressourcen. Das wollen wir, wie gesagt, gleich ein bisschen präziser machen. Ich will nur erstmal gucken, dass ich hier das Grundprinzip vorstelle und dass es uns heute gehen soll. Ja? So, sobald jetzt hier gleich der Pool fertig wird, 4SD. Sobald es hier der Pool fertig wird, können wir jetzt hier endlich eine Königin in Auftrag geben. Dazu können wir auswählen 4 und Q. Und dann haben wir da eine Queen. Und wenn wir nochmal wollen, 4 und Q. Und damit geben wir hier unten auch noch eine Queen in Auftrag. Und dann können wir wieder 4SD. Und dann können wir auch gleich nochmal wieder die ersten Overlords bauen. Denn jetzt sind wir schon wieder hier ziemlich dicht am Supply Block. Da oben hin sollte unser Blick, wie gesagt, regelmäßig fallen. Und das wollen wir uns auch antrainieren. 4SV und 4SD. Und damit können wir noch eine weitere Drohne bauen. Ja, diese Prinzipien sollten, wie gesagt, bereits gut drin sein. Was jetzt neu im Grunde dazu kommt, ist das Injizieren auf zwei Basen. Ja, bisher hatten wir letztes Mal natürlich die zweite Hatch, die wir gebaut haben, die zweite Hatchery, die zweite Brutstätte, hier in der Nähe aufgestellt. Da ist jetzt unsere erste Queen und hier unten kommt jetzt unsere zweite Queen. Auch die können wir jetzt anmarkieren. Die hier, Shift gedrückt halten, die hier auswählen, Steuerung 3. Und schon haben wir so beide. Und dann wollen wir jetzt injizieren. Wie ging es nochmal? 3 V, Klick. Und hier oben 3 V, Klick. So, und damit haben wir jetzt auch dementsprechend die Möglichkeit. Dann kommen wir wieder 4S. So, und jetzt haben wir gesagt, nachdem wir injiziert haben, machen wir als erstes Overlords. 4S, 2 mal V für 2 Injects. Und dann 4S, DDD. Und damit haben wir unsere Arbeiter gebaut. Wunderbar, wie gesagt, das geht im Augenblick alles hier noch voll außer Rahmen, weil wir noch massenhaft erklären dabei. Das macht aber nichts. So, wie gesagt, letztes Mal hatten wir jetzt also die Möglichkeit, das alles wunderbar parallel laufen zu lassen. Hier kommt jetzt schon gleich wieder der erste Inject und jetzt werden wir das erste Problem sehen. Also, jetzt müssen wir injizieren. 3V, Klick. Und jetzt müssen wir erstmal hier runtergehen. 3V, Klick. Und dann haben wir injiziert. Geht, ist jetzt nicht so wild. Ist mit Scrollen aber jetzt natürlich auch nicht optimal. Ja, und dann können wir wieder 4SVV für die zwei Injects und dann 4SDDDDD. So, was wir jetzt schon sehen ist, dass wir natürlich jetzt teilweise immer unsere Arbeiter von hier dahin schicken
und unsere Arbeiter von hier dorthin schicken. Und damit füllen sich jetzt natürlich hier unsere Arbeiter wahnsinnig schnell auf, denn wir haben jetzt ja schon jede Menge Arbeiter vorher hier gehabt. Da ist wieder der Inject fertig. 3V-Klick. Hier runter. 3V-Klick. Das heißt, was man jetzt ab und an noch mal machen sollte, ist natürlich jetzt darauf zu achten, was wir hier an Menge an Arbeitern haben. Das soll uns jetzt aber im Augenblick noch nicht so sehr kümmern. Um diese Saturation kümmern wir uns gleich. Das allererste, was uns jetzt wie gesagt zuerst kümmern sollte, ist, wie wir jetzt unsere Queen Injects besser hinkriegen. Dafür gibt es ein paar Methoden. Die eine Methode haben wir jetzt hier schon gesehen. Ich klicke hier oben, rolle hier runter, klicke da dementsprechend wieder drauf. Dieses Scrolling ist natürlich eine gute Möglichkeit und wenn man das ein bisschen übt, geht das auch relativ schnell. Eine andere Möglichkeit, die man hat, ist die sogenannte Backspace-Taste zu drücken, also die Rückwärtslöschen-Taste. Wir drücken jetzt zum Beispiel 3V-Klick, Backspace, 3V-Klick. 3V-Klick. Meine Hotkeys sind leider ein bisschen anders im normalen Spiel, deswegen sitzt das manchmal nicht so, wie man haben will. Die Backspace-Taste lässt uns zwischen unseren Hatcheries hin und her springen. Das heißt, durch jeden Druck auf eine Backspace-Taste kann ich hier zwischen den verschiedenen Sachen hin und her springen. Und damit bin ich relativ schnell von einer Hatch zur anderen gelangt, wie man hier sieht. Und das macht natürlich teilweise das Injizieren recht schnell, wenn man das ein bisschen übt. 3V-Klick, Backspace, 3V-Klick. Und schon habe ich das, naja, jetzt ist es leider nicht ganz synchron, und schon habe ich das hier unten ebenfalls injiziert. Ne? Auf Synchronität eurer Injects solltet ihr generell eigentlich immer achten. Das ist das Wesentliche. Und dann wieder 4SVV. Und jetzt haben wir hier eine ganze Menge Drohnen übrig, die können wir jetzt aber mal alle auf einmal verblasen. Und damit es hier unten mal ein bisschen voller wird, setzen wir mal die Rally Points hier unten hin. Ja, einfach halt eben dementsprechend hier mit rechts auf Mineralien geklickt. Und dann werden jetzt ab sofort Arbeiter da unten hingeschickt. Denn schließlich brauchen wir sie da unten ja noch. Und da sehen wir schon, was für eine Menge da jetzt dementsprechend entsteht. Und jetzt werden wir wieder an den Punkt. So, neuer Inject. 3V-Klick. Backspace. 3V-Klick. Ups, und da hat das gerade nicht richtig funktioniert. 3V-Klick. Und da war's dann. Die Backspace-Methode ist also ebenfalls eine der Möglichkeiten, mit der wir zwischen unseren Hatcheries relativ schnell wechseln können. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, und die wollte ich jetzt ebenfalls nochmal kurz zeigen, ist die Möglichkeit, hier über die Minimap zu klicken. Das heißt also einfach hier hin und her zu klicken. Da relativ dick gekennzeichnet unsere beiden Gebäude. Da kann man sich eigentlich relativ schnell hinklicken. 3V-Klick, dahin 3V-Klick. Und es würde gehen, wenn es jetzt dementsprechend gleichmäßig wäre. So, jetzt haben wir das Problem, dass wir im Augenblick keine Units haben. Und jetzt natürlich dementsprechend gegen die KI vielleicht doch jetzt mal ein paar Zerklinge produzieren sollten. Jetzt wird uns hier unsere erste Queen getötet, deswegen produzieren wir hier mal gerade eine nach. Das werden wir jetzt aber, wie gesagt, gleich regeln, sobald die ersten Zerklinge hier rauskommen. Und dann haben wir kein Problem mehr. Aber die Very Easy KI greift uns an. Wir werden es uns aber gleich auch nochmal ein bisschen präziser im Spiel ansehen, worum es eigentlich gehen soll. Da vielleicht nochmal ein neues Spiel starten. Und da werden jetzt, wie gesagt, die ersten Einheiten locker bereinigt. Überhaupt kein Problem. So, wir sind jetzt wieder beim nächsten Punkt. Wir zeigen es nochmal. 3V-Klick. Hier unten drauf. Jetzt normalerweise auch 3V-Klick. Wir können aber nicht machen, weil hier keine Queen ist. Und dann funktioniert es dementsprechend nicht. Was wir jetzt aber haben, ist im Grunde ein schöner Fall dafür, dass wir jetzt zum Beispiel eine zweite Queen haben. Wir können also 3 auswählen, Shift gedrückt halten und diese Queen dazu halten. Und dann Steuerung 3 und jetzt haben wir wieder beide Queens. Was man jetzt nicht machen sollte, ist tatsächlich einen direkten Inject setzen, denn dann laufen unsere Injects nicht mehr parallel. Und das ist etwas, was wir eigentlich auf jeden Fall haben wollen. Wir warten jetzt also im Normalfall einfach ab, bis dieser Inject fertig wird. Und dann 3V-Klick, hier unten drauf, 3V-Klick. Ebenfalls eine Möglichkeit, wie gesagt, über die Minimap. Wenn man ein bisschen Übung hat, kann man sogar direkt über die Minimap injizieren. Das heißt, man muss also nicht einmal mehr hier hin und her drücken, um überhaupt auf die entsprechenden Hatches zu kommen. Sondern man kann, und das wollen wir uns jetzt gleich mal angucken, tatsächlich hier direkt über diese Minimap injizieren. Und das wollen wir jetzt einmal kurz zeigen, sobald hier die nächsten Injects fertig sind. Wir können nochmal ein paar Overlords bauen. Einfach weil wir sowieso massenhaft Kohle übrig haben. So, der Inject ist fertig. Und jetzt können wir, wie gesagt, hier alles über die Minimap machen. 3V-Klick. 3V-Klick. Mit ein bisschen Übung lässt sich auch das relativ schnell erledigen, wenn man sich, wie gesagt, mental schon vorher drauf einstellt. Ist eine Möglichkeit, das zu machen. Wem es aber lieber ist, hier hin und her zu gehen, ist eine andere Möglichkeit. Die letzte Möglichkeit ist, sogenannte Shortcuts für diese Screens hier zu setzen. Das heißt also, ich kann zum Beispiel jetzt hier dieses Übersichtsfeld mit meiner Homebase, kann ich jetzt zum Beispiel mit Steuerung und F5 auf eine Taste legen und diesen Bereich hier unten mit Steuerung F6 auf eine andere Taste.
Und wenn ich jetzt F5 drücke, komme ich hier hin. Und wenn ich F6 drücke, komme ich dahin. F5, F6, F5, F6, F5, F6. Und wenn ich jetzt injizieren will, kann ich also F5 drücken, 3V-Klick, F6, 3V-Klick. Ebenfalls eine relativ schnelle Möglichkeit. F5, 3V-Klick, F6, 3V-Klick. Und wenn ich dann nachher weitere Bases nehme, kann ich die ebenfalls hier oben festlegen und dann dementsprechend da ebenfalls solche Screenshots setzen, damit ich dann da schneller injizieren kann. Das sind also im Grunde die vier Methoden, wenn man so will, die es gibt. Entweder das simple Scrolling, dauert ein bisschen länger, ne? Es sei denn, ich habe tatsächlich eine Menge Ahnung davon. Es wird von vielen Spielern auch als unprofessionell gewertet, aber darauf würde ich ehrlich gesagt als Anfänger nichts geben. Die nächste Möglichkeit ist dementsprechend die, einfach hier über Backspace die verschiedenen Sachen auszuwählen. Das Problem ist, wenn wir eben die erste Base dann schon nicht mit Backspace auswählen, dann werden wir zum Beispiel, wenn wir hier ein bisschen außer Bild sind, erst auf die erste springen und dann erst wieder zur zweiten. Das kann ein bisschen verwirrend sein. Die andere Möglichkeit ist dann eben hier die Minimap zum Injizieren auszuwählen. Ja, 3V-Klick, 3V-Klick, ja, auch kein Problem. Und die allerletzte Möglichkeit ist dann eben die mit den Setups für den Bildschirm. Ja, dass ich also die Tasten auf F5, F6, F7, F8 lege. Das ist eine Möglichkeit. Man kann auch entsprechend in den Einstellungen ein bisschen, in Optionen ein bisschen hin und her arbeiten. Und hat hier dann auch die Möglichkeit zum Beispiel globale Hotkeys zu setzen. Und da dann hier diese Kamera-Hotkeys zum Beispiel ein Stückchen umzusetzen. Hier sind die Kameraansichten 1, 2, 3 und 4. Da sind dann diese Möglichkeiten, vier Kameras zu setzen. Man kann die aber hier dann zum Beispiel auch umsetzen, wenn man will, und dann auf andere Tasten legen, wenn man möchte. Muss natürlich dann hier womöglich ein bisschen rumjustieren, weil man eventuell das Problem hat, dass sich dann einige bereits festgesetzte Hotkeys in die Quere kommen. Aber auch da könnt ihr zum Beispiel ein bisschen rumprobieren, wenn ihr das gerne über diese Art und Weise machen wollt. Wie gesagt, es gibt viele verschiedene Methoden und ich möchte euch da keine vorschreiben. Deswegen gebe ich euch die Möglichkeit, das generell zu sehen. Ansonsten ist es wichtig, und jetzt werden wir hier gar nicht mehr so viel spielen, dass wir, wie wir jetzt ja eben schon sehen, nicht zu viele Arbeiter an einer Base haben. Jetzt geht es also ein bisschen um die sogenannte Saturation. Im Normalfall wollen wir an einer Base ungefähr 24 Worker haben. Ne? Im Normalfall wollen wir... Und ich halte es hier trotzdem nochmal an, damit ich das ein bisschen besser erklären kann, ohne dass hier zu viel wuselt. Im Normalfall wollen wir an jeder Base ungefähr 24 Worker haben. Das sind genau 3 Reihen voll von Arbeitern. Warum genau 24? Wir wollen im Grunde 18 Arbeiter an den Mineralien haben und dann nochmal jeweils 3 später, das ist ja heute unser zweiter Teil, im Gas. Das heißt also insgesamt 6 Arbeiter pro Basis im Gas und 18 Arbeiter an den Mineralien macht genau 24. Ich weiß, es gibt verschiedene Darstellungen in Foren, die immer wieder behaupten, man solle ja nur 16 Arbeiter an den Mineralien haben. Das ist viel genauer und dann ist die Ausbeute pro Arbeiter auch optimal. Das ist nur bedingt richtig, denn wie wir hier zum Beispiel genau sehen, hier nicht mehr so genau, aber hier ein bisschen genauer, sind einige Mineralienfelder näher an der Hatchery als andere und einige sind weiter weg. Und deswegen leiden wir bei diesen weiter wegliegenden Feldern nicht darunter, wenn da zum Beispiel 3 Arbeiter dran sind anstatt 2. Hinzu kommt noch, dass wir als Zerg ohnehin ja auch andauernd Larven-Arbeiter opfern müssen. Und ich mache jetzt hier mal den Sound aus, weil er mich stört. Hinzu kommt ja noch, dass wir zusätzlich auch immer wieder aus Drohnen Gebäude bauen müssen und damit ja dann auch wieder Arbeiter verschwinden. Das heißt, wenn wir also erstmal einen gewissen kleinen Überschuss an Arbeitern haben, ist das wie gesagt nicht weiter wild. Natürlich sollte man daran denken, später auch Arbeiter wieder nachzuproduzieren, aber das ist nicht Teil unserer heutigen Sendung. Deswegen da also darauf achten, 24 Arbeiter ist normalerweise das, was wir haben wollen. Und wie wir sehen, haben wir jetzt hier zu viel. Wie kann ich das im Grunde checken? Einerseits gibt es natürlich hier die Möglichkeit, auf diese Anzeige hier zu achten. Das Problem ist, dass mir diese Anzeige nur anzeigt, wie viele Arbeiter an den Mineralien sind. Wenn ich hier erst einmal Gasgeysire habe, habe ich auch da oben drüber solche Anzeigen, die mir zeigen, wie viele Leute da sind. Aber dann müsste ich schon wieder ein Stückchen rechnen, ist nicht so optimal. Die deutlich einfachere Methode, sowas nachzuprüfen, ist, einfach hier auf die entsprechende Basis zu gehen, die Steuerungstaste gedrückt zu halten und einmal hier auf einen Worker zu klicken. Und dann habe ich hier unten direkt die Ansicht aller Worker. Wenn ich jetzt hier genau 3 Reihen voll habe, ist das optimal. Wenn ich hier noch eine 2 habe und sehe zum Beispiel, dass ich dann hier noch viel mehr Arbeiter habe, ist das nicht mehr optimal. Und ich sollte zusehen, dass ich eine entsprechende Menge an Arbeitern dann auch abziehe. Das kann ich relativ leicht machen, indem ich halt eben hier eine Box ziehe und dann zum Beispiel mit Hilfe von Shift hier einfach draufklicke und damit Arbeiter abwähle, die ich nicht mehr haben will. Und dann kann ich all diese Arbeiter woanders hinschicken. Bringt jetzt hier nicht viel, weil wir da bereits outmined sind.
Das ist die Idee. Aber relativ simpel. Steuerung und angeklickt. Und dann sehe ich hier direkt, wie viel Arbeit es sind. Doppelklick funktioniert übrigens alternativ auch. Ich persönlich bin noch nicht so ein Doppelklick-Freund. Denn in der Hektik klickt man dann manchmal doppelt, dreifach, sonst irgendwas. Und wählt vielleicht irgendwie zu viele oder zu wenige aus. Ne? Wie man hier sieht. Ne? Wenn ich das mal schnell machen will. Ja, jetzt andauernd nicht getroffen. Wieder Doppelklick. Ah, jetzt hat es mal langsam geklappt. Ist nicht so angenehm. Steuerung, Klick. Kann man nicht viel falsch machen. Ist eine schöne Möglichkeit, sich das anzugucken. Und darauf sollten wir dementsprechend auch üben, dass wir das regelmäßig überprüfen. Und das wollen wir uns, wie gesagt, dann gleich im zweiten Teil unserer Sendung noch ein bisschen genauer ansehen. So lange machen wir einen Augenblick Pause und sind gleich wieder da.